Neulich fand ich bei Kleinanzeigen Lautsprecher für ein 5.1 Soundsystem. Ich konnte sie für 35 Euro kaufen, mit der Idee, den Verstärker selbst zu bauen. Und das werde ich euch in diesem Video zeigen. Aber fangen wir doch erstmal mit der Frage an, was ist ein 5.1 Soundsystem? Ein 5.1 Soundsystem verfügt über 6 verschiedene Tonkanäle. Rechts, links, Center, hinten rechts, hinten links und Bass. Und kann so ein raumfüllendes Klangerlebnis erzeugen. Meine Idee ist es also, 3 Stereoverstärker zu nehmen, damit alle 6 Kanäle betrieben werden können und diese sauber in einem Gehäuse zu verlöten. Es ist leider nicht ganz so einfach. Erstmal muss man 3 solche Verstärker für unter 20 Euro finden. Das ging noch relativ einfach. Ich habe bei eBay diesen Stereoverstärker mit 120 Watt pro Kanal für knapp 8 Euro gefunden. Und wenn man 3 Stück bestellt, bekommt man sogar 22% Rabatt. So komme ich auf unter 20 Euro. Das nächste Problem. Wie bekomme ich das Audiosignal von meinem Computer zum Verstärker? Zuerst dachte ich, ich bräuchte eine Soundkarte oder so ähnlich. Aber nein, zum Glück kann mein Motherboard 5.1 Audio wiedergeben. Aber ich brauche 3 Audiokabel, um alle 6 Kanäle vom Computer bis zum Verstärker zu führen. Eine andere Möglichkeit ist es, den digitalen Audioausgang zu benutzen. Aber dann muss man einen Decoder kaufen, der leider gar nicht ins Budget passt. Wenn man aber den Verstärker mit einem Fernseher benutzen will, gibt es nur diese Möglichkeit. Während ich auf die Verstärkerplatinen wartete, entwarf ich das Gehäuse für die 3 Verstärker, das ich später mit dem 3D-Drucker ausdrucken werde. Dabei habe ich Platz für 4 Potentiometer gelassen, um die Lautstärke der einzelnen Kanäle zu regeln. Ich habe aber keinen Master-Lautstärkeregler eingebaut, weil ein 6-fach-Potentiometer so viel kostet wie die 3 Verstärker zusammen. Ich habe auch einen Schalter für jeden einzelnen Verstärker eingebaut. Auf der Rückseite befinden sich noch die Lautsprecheranschlüsse, die 3 Audioeingänge und der Stromanschluss. Für die Stromversorgung wollte ich ein kleines gebrauchtes Laptop-Netzteil verwenden. Das hat nicht so gut funktioniert, aber dazu später mehr. Nun sind die Verstärker endlich angekommen. Ich drucke also das Gehäuse aus. Dann öffne ich das Netzteil, um die Kabel direkt anzulöten. Ich baue die Schalter und die 3 Verstärker ein und mache mit den Audioeingängen weiter. Diese werden zuerst mit den Potentiometern für die Regelung der Lautstärke verbunden. Ich würde nicht empfehlen, für jeden Kanal einen eigenen Lautstärkeregler zu bauen. Das ist wegen der vielen Lötstellen sehr aufwendig. Das muss einfach nicht sein und außerdem sind kleine Potentiometer schon auf den Verstärkerplatinen eingebaut. Wenn das erledigt ist, löte ich die Lautsprecheranschlüsse. Dafür benutze ich diese kleinen GST-Stecker, die dafür perfekt geeignet sind. Jetzt kann ich die Lautsprecher anschließen und den Verstärker testen. Irgendwie habe ich mich oft mit den Anschlüssen vertan, aber mit einem Audiotest kann man den Fehler schnell finden. Beim ersten Einschalten holt mich allerdings ein leises Pfeifen in die Wirklichkeit zurück. Das Laptop-Netzteil ist daran schuld. Danach habe ich so ziemlich alle Laptop-Netzteile ausprobiert, die ich hatte. Leider war bei allen das Pfeifen da. Also kann ich sagen, verwendet nicht solche Netzteile für einen Verstärker, auch wenn sie so schön kompakt sind. Dann habe ich so ein normales PC-Netzteil ausprobiert. Aber diesmal kam ein unerträgliches Brummen aus den Lautsprechern. Das hörte man aber nur, wenn der Verstärker an den PC angeschlossen war. Als ich mein Handy anschloss, war die Tonqualität wieder in Ordnung. Das Problem: Ground Loop. Die Lösung: das kaufen. Naja, damit war's das dann mit dem 20 Euro Budget, aber ohne ist der Verstärker absolut unbrauchbar. Einen Monat später kamen dann diese Dinge an. Habe sie angeschlossen und alles hat gut funktioniert. Leider braucht man sogar 3 Stück davon, um alle Kanäle abzudecken. Außerdem können sie die Tonqualität beeinflussen, bei meinen 35 Euro Lautsprecher ist das aber kein Problem. Aber es gibt ein paar Nachteile, wenn man ein 5.1 Soundsystem mit einem Computer nutzt. Wenn man zum Beispiel ein normales YouTube-Video in Stereo hören will, kommt der Ton nur von rechts und links vorne und es fehlen die Bassfrequenzen. Um dieses Problem zu lösen, benutze ich das Programm VoiceMeter. Damit kann man zwischen 5.1 und Stereo Repeat umschalten. Insgesamt würde ich sagen, dass der Klang, den ich mit diesem selbstgebauten Verstärker erzielen konnte, durchaus zufriedenstellend ist, wenn man bedenkt, dass ich dafür nur etwa 30 Euro ausgegeben habe. Aber insgesamt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden und habe ein bisschen Geld gespart, indem ich meinen eigenen Verstärker gebaut habe. Denkt daran zu liken und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.